Wie rüste ich einen Micmac-Brenner mit einer Drahtführungsseele zum Schweißen von Aluminium, Edelstählen oder Füllträten aus? Das ist das Thema in diesem Video. Als allererstes braucht man ein paar Werkzeuge. Sinnvoll ist natürlich als allererstes einmal die Drahtführungsseele, das passende Führungsrohr, wofür man es braucht, werde ich im weiteren Video erklären, eine Spitzzange, einen Seelenspitzer und einen Seelencutter bzw. ein Cuttermesser. Sinnvoll ist immer ein Brennerschlüssel, ein Seitenschneider, was zum Messen, in dem Fall zum Beispiel ein Zollstock oder ein Maßband, die passenden Drahtführungsrollen für den Drahtvorschub, in dem Fall zum Beispiel vom Aluminiumschweißen nimmt man U-Nut-Rollen, für Edelstähle eine V-Nut-Rolle und für Füllträte gerenderte Rollen. Dann die passenden Stromdüsen. Zum Aluminiumschweißen empfehlen wir zwangskontaktierte, für Edelstähle oder Füllträte Standardstromdüsen mit einer normalen Bohrung und eventuell eine neue Gasdüse. So. Als allererstes, bevor man beginnt mit dem Ausbau der alten Seele, würde ich empfehlen, den Brenner gerade auszulegen bzw. vielleicht mit maximal einem leichten Knick. Warum habe ich den Brenner ausgelegt? Ganz einfach. Wenn der Brenner schön zusammengerollt ist und dadurch geknickt, lässt sich die Seele deutlich schlechter einführen bzw. herausziehen. Als nächstes benötigen wir einen Brennerschlüssel. Mit dem Brennerschlüssel machen wir die Überwurfmutter am Eurozentralanschluss ab. Dann entfernen wir vorne die Gasdüse und wieder mit dem Brennerschlüssel die Stromdüse. Wurde das erledigt, kann man die alte Seele oder nicht mehr benötigte Seele aus dem Brenner herausziehen. Somit haben wir den Brenner von allen nicht mehr benötigten Teilen für die neue Seele befreit bzw. so vorbereitet, dass wir die neue Seele in den Brenner einführen können. Als nächstes wird die Seele vorbereitet. Dazu brauchen wir etwas zu messen und den Seitenschneider zum Abknipsen der Messingspirale. Mit dem Zollstock können wir die Länge ausmessen, wie lang die Messingspirale gekürzt werden soll. Wir empfehlen beim Verschweißen von Aluminiumdrähten die Länge der Messingspirale mit der Verbindungshülse auf 10 cm bzw. 100 mm zu kürzen und beim Verwenden von Fülldrähten bzw. Edelstahldrähten die Länge auch wieder mit der Hülse von 2,5 bzw. 25 mm zu kürzen. Beispielhaft rüsten wir diesen Brenner jetzt zum Schweißen von Aluminiumwerkstoffen aus. Das heißt, ich kürze meine Messingspirale mit dem Seitenschneider auf die angegebene Länge von 100 mm. Sobald die Messingspirale gekürzt wurde, entferne ich von der Seele den O-Dichtring und die Spannhülse und lege diese bereit in die Nähe vom Eurozentralanschluss. Danach können wir die Seele auf der Seite, wo der Brennerhals ist, in den Brenner einführen. Die Seele wird so weit reingeschoben, dass wir die passende Stromdüse beim Aluminiumschweißen, wie gesagt, empfehlen wir eine zwangskontaktierte Stromdüse, mit den ersten 2 bis 3 Gewindegängen festschrauben können. Dann können wir auf der Seite des Eurozentralanschlusses die Spannzange und den O-Ring wieder auf die Seele draufsetzen und bis zum Eurozentralanschluss schieben. Danach kann die Überwurfmutter auch über die Seele bis zum Eurozentralanschluss geschoben werden und durch leichtes Anziehen der Überwurfmutter wird die Seele fixiert. Wenn man diese zu fest anzieht, drückt man sich die Seele zusammen und dadurch kann der Querschnitt innen drin verringert werden und es kann zu Drahtförderungsproblemen kommen. Sobald wir die Überwurfmutter fixiert haben, können wir auch die Stromdüse ganz reindrehen. Warum wurde die Stromdüse nur 2 bis 3 Windungen am Anfang eingedreht? Das hat einen bestimmten Grund. Wenn wir die Seele jetzt einbauen, liegt der Brenner ja in einer schönen Geraden bzw. einer leichten Kurve. Sobald wir den Brenner wieder knicken, das heißt, wir kommen in einen stärkeren Knick, zum Beispiel sowas, dann kann die Seele zu kurz sein und nicht mehr vorne an der Stromdüse anliegen. Deshalb schieben wir diese vorher in die leicht angedrehte Stromdüse gegen, fixieren sie auf der Rückseite beim Eurozentralanschluss und durch Eindrehen der Düse bauen wir eine gewisse Vorspannung in dem Schlauchpaket auf, sodass wir, wenn wir schärfere Kurven haben oder engere Kurven legen,
nicht eine Kürzung der Seele im Brenner haben. Auch beim Eindrehen der Stromdüse wieder mit dem Brennerschlüssel fixieren. Danach kann die passende Gasdüse montiert werden. Nachdem die Gasdüse aufgeschraubt wurde, kürzen wir die Drahtführungsseele mit dem Seelencutter schon etwas vor. Warum nutzen wir einen speziellen Seelencutter und keinen Seitenschneider? Ganz einfach. Sollten wir die Seele mit einem Seitenschneider kürzen, passiert nämlich Folgendes. Wir drücken die Seele zusammen und bekommen somit das Führungsrohr nicht mehr über die Seele geschoben. Wird die Seele mit einem Seelencutter geschnitten, können wir das Führungsrohr problemlos auf die Seele schieben. Nachdem die Seele gekürzt wurde, schieben wir das Führungsrohr über die Seele am Ende des Eurozentralanschlusses. Damit wir den Brenner am Drahtvorschub befestigen können, entfernen wir mit Hilfe der Spitzzange das Kapillarrohr im Eurozentralanschluss. Dann kann der Brenner samt Seele und Führungsrohr am Eurozentralanschluss befestigt werden. Wie man erkennt, ist die Seele jetzt deutlich zu lang. Deshalb muss diese gekürzt werden. Wichtig ist beim Kürzen, dass die Seele so gekürzt wird, dass wir am besten so wenig wie möglich oder gar keine Luft bzw. keine freie Förderfläche des Drahtes haben. Dafür nutzen wir als allererstes den Cutter. Nachdem die Seele gekürzt wurde, können wir diese mit dem Seelenspitzer anspitzen, sodass die Seele kurz vor den Rollen anliegt. Es kann sein, dass dadurch der Brenner öfters mal ein- und ausgebaut werden muss, damit man den passenden Abstand findet. So, das ist noch ein bisschen zu lang, also wieder raus. Das macht man so lang, bis die Seele vor den Rollen anliegt. Das heißt, dass man die Rollen problemlos ohne Widerstand schließen kann. Zum Schluss müssen noch die passenden Drahtförderrollen eingesetzt werden. Die richtigen Werte für den passenden Anpressdruck findet ihr auf der Tabelle über dem Drahtvorschub. Somit habt ihr den Brenner mit einer Drahtführungsseele richtig ausgerüstet. Jetzt fehlt nur noch das Einfädeln des Drahtes und Einstellen des passenden Jobs.